Die deutsche Literatur ist einäugig, das lachende Auge fehlt. So ein bekanntes Zitat von Erich Kästner. Hier am Albertplatz in der Inneren Neustadt in Dresden kann man dem Leben und Wirken des Schriftstellers und Lyrikers auf den Grund gehen. Und dabei wird schnell klar, Erich Kästner hat dieses lachende Auge in die Literatur gebracht wie kaum ein zweiter in dieser Zeit. Doch wer war dieser Mann, der auch heute noch häufig zitiert wird und dem wir unzählige Kinderbuchklassiker zu verdanken haben? Ja, Erich Kästner ist ein Zeitgenosse des 20. Jahrhunderts. Er ist 1899 geboren, 1974 gestorben und hat trotz dieses Alters uns heute noch ganz viel zu sagen. Seine Texte sind aktuell, sie sind frisch, sie sind wirklich in Zeit bezogen. Zu allen gesellschaftlichen Themen hat sich Kästner doch geäußert, zur Gesellschaft, zur Politik, zur Wirtschaft, aber auch ganz viel zur Schule, zu Kindern, zu Jugendlichen. Und man kann ihn heute immer wieder neu entdecken. Er hat auch immer gesagt, dass auch ausgedachte Geschichten wahr sein müssen. Das war so ein Spruch von Erich Kästner. Und ich glaube, das merken die Kinder heute, aber das merken auch die Erwachsenen. Egal, welche Geschichten man von Erich Kästner liest oder welche Gedichte man liest, sie sind einfach für uns auch heute noch gültig. Und das ist das, was ihn heute immer noch aktuell macht, was ihn so beliebt macht. Und jedes Kind versteht heute die Geschichte von Emil und die Detektive genauso wie die Kinder in den 20er Jahren. Die Zeitlosigkeit seiner Texte erklärt offenbar auch Kästners immensen Erfolg. Einen Überblick über seine Werke kann man sich hier in der Villa Augustin verschaffen. Vorausgesetzt, man bringt etwas Zeit mit. Ja, das Erich-Kästner-Museum in Dresden gibt es seit dem Jahr 2000. Es ist ein mobiles, interaktives Mikromuseum. Und man kann hier als Besucher seinen eigenen Erich Kästner entdecken. Man kann durchs Museum gehen, in vielen Regalen, in vielen Schubkästen stöbern und kann seinen Erich Kästner eben ganz persönlich entdecken, was er uns heute zu sagen hat. Es gibt Fotos, es gibt Bücher, es gibt Texte von Erich Kästner, aber auch über Erich Kästner. Es gibt seine ganz gesammelten Werke hier bei uns im Museum selbstverständlich. Man sollte viel Zeit mitbringen, wenn man hierher kommt. Es gibt viel zu lesen. Und man kann sich wirklich informieren über Erich Kästner, aber auch über die Zeit, in der er gelebt hat, über das 20. Jahrhundert, über seine Heimatstadt Dresden, über seinen Studienort Leipzig. Aber es gibt auch Informationen über den Ort, wo er gestorben ist, nämlich über München. Ins Erich-Kästner-Museum kommen Besucher, die Erich Kästner sehr gut kennen, die sich mit seinem Leben, seinem Werk beschäftigt haben. Aber es kommen auch Touristen, die rein zufällig im Reiseführer gefunden haben, dass es das Erich-Kästner-Museum gibt. Sie können lesen, dass er hier geboren wurde in der Stadt und sagen sich dann natürlich, ja, da muss ich einfach hin ins Erich-Kästner-Museum. Es sind Besucher aller Generationen, Kinder, Schulkinder, es kommen Erwachsene, es kommen Großeltern mit ihren Enkeln. Es kommen auch ausländische Gäste zu uns ins Erich-Kästner-Museum, die in ihrer Heimat oft mit Erich Kästner Deutsch gelernt haben. Erich Kästner ist ein Autor, der oft im Deutschunterricht, wenn man eben die deutsche Sprache lernt, benutzt wird, genutzt wird, sind oft die Erich Kästner Bücher, die dann als erstes gelesen werden. Emil und die Detektive ist ein ganz bekannter Titel, den viele Ausländer, die deutsche Sprache lernen, auch kennen. Die Größe eines Menschen hängt nicht von der Größe seines Wirkungsfeldes ab, sagte Kästner einmal. Dabei war sein eigenes Wirkungsfeld alles andere als klein. Erich Kästners Bücher, die für Kinder, aber auch die für Erwachsene, Emil und die Detektive, aber auch der Roman Fabian halt für Erwachsene, sind in ganz viele Sprachen übersetzt worden. Kästner ist weltweit bekannt und seine Bücher gibt es bis heute in über 60 Sprachen. Das bevorzugte Kommunikationsmittel seiner Zeit waren Briefe. Er hat sehr viele Briefe geschrieben, aber mit Astrid Lindgren hat er sich auch schon mal getroffen. Man hat sich verständigt über das Thema Kinderbücher. Wie sollen Kinderbücher sein? Und da vertrat Erich Kästner doch die Meinung, dass, wie gesagt, ein Kinderbuch eine wahre Geschichte sein sollte und dass es ein gewisses Maß an Humor enthalten sollte. Und ganz wichtig für Erich Kästner, es muss ein gutes Ende haben. Es muss gut ausgehen, positiven Ausgang haben und er meint auch immer, Bücher sollten nicht so dick sein. Im Herbst 1957 ist das erste Mal Erich Kästners Buch »Als ich ein kleiner Junge war« erschienen. Natürlich ganz besonders für Dresdner ein wichtiges Buch, denn er beschreibt ja seine Kindheit in Dresden in diesem Buch. Und es jährt sich, das ist gar nicht mehr so lange hin, im Februar, ganz genau am 17. Februar, eine Lesung hier in Dresden. Erich Kästner war am 17. Februar 1967 das erste und einzige Mal zu einer Lesung in Dresden.
Es gibt sicherlich viele Dresdner, die ein besonderes Verhältnis zu Erich Kästner haben, weil sie wissen, dass er hier geboren wurde und hier zur Schule gegangen ist. Und es gibt da auch oft ganz persönliche Beziehungen, dass man weiß, meine Eltern oder Großeltern sind in dieselbe Schule gegangen wie Erich Kästner oder man ist auf derselben Straße, nämlich auf der Königsbrücker Straße groß geworden, hat dort gelebt, wo auch Erich Kästner gelebt hat. Diese Beziehung gibt es schon und man erkennt auch in seinen Büchern ganz viel Dresden und seine Kindheit. Und das wissen die Dresdner auch ganz gewiss immer zu entdecken in den Büchern. Und zu entdecken gibt es im Erich-Kästner-Museum eine ganze Menge. Zum Beispiel sein Jackett und seinen Hut. Denn auf gute Kleidung war Kästner stets bedacht. Und anhand zahlreicher Briefdokumente lässt sich auch etwas über die Beziehung zu seiner Mutter sagen. Erich Kästner hatte ein sehr liebesvolles Verhältnis zu seiner Mutter. Er liebte sie und sie liebte ihn über alles. Er war das einzige Kind, er hatte ja keine Geschwister weiter. Und sie war sehr ehrgeizig. Also sie hatte sehr ehrgeizige Pläne mit ihm. Und Erich Kästner hat dem auch sehr gut entsprochen. Er war ein wahrer Musterschüler, brachte nur gute Zensuren nach Hause. Er ging sehr gerne in die Schule. Und durch sein Studium und seine spätere berufliche Tätigkeit hat er ja eigentlich alle Erwartungen voll erfüllt, die seine Mutter in ihn gesetzt hat. Erich Kästner hat nach der Schule 1919 Dresden verlassen und hat in Leipzig studiert an der Universität. Und von diesem Zeitpunkt an bis zu dem Tod seiner Mutter 1951 gab es einen regen Briefwechsel. Reger Briefwechsel heißt bei Kästners, es wurde fast täglich geschrieben. Briefe, Postkarten, manchmal länger, manchmal kürzer. Und Kästner hat seiner Mutter ganz viel mitgeteilt aus seinem privaten Leben, aber auch aus seinen beruflichen Tätigkeiten. Doch nicht nur das Verhältnis zur Mutter kann durch Kästners Briefwechsel rekonstruiert werden. Es wirft einfach einen ganz neuen Blick manchmal auf den Erich Kästner, wenn man sich diese Briefe anschaut, die er geschrieben hat. Er hat in späteren Zeiten auch Briefe an seinen Vater geschrieben, da kann man das auch sehen. Überhaupt seine Briefe sind immer ein ganz wichtiger Einblick in sein Leben. Wie jedes Jahr am 23. Februar zu Kästners Geburtstag wird unsere neue Kabinettausstellung eröffnet. Und dieses Jahr wird sie heißen Kommuni Kästner, von der Brieffreundschaft zur Weltvernetzung. Also man wird sehen, früher war die Kommunikation vor allen Dingen auf Brief beschränkt. Und das hat ja natürlich eine ganz andere Wendung genommen jetzt in unserem Jahrhundert. Und wir wollen einfach die Verbindung knüpfen. Aber bei Kästner spielten Briefe die wichtigste Rolle. Das wirft die hypothetische Frage auf, wie würde Erich Kästner wohl mit unseren heutigen Kommunikationsmitteln umgehen? Würde er tatsächlich etwas posten oder twittern? Es ist wirklich rein hypothetisch, aber wir glauben, Kästner würde diese neuen Medien doch sehr umfangreich nutzen. Denn er hat das schon in seiner Zeit getan, in den 20er, 30er Jahren, dass er neue Medien genutzt hat. Er hat geschrieben für den Rundfunk, ein Medium, was damals wirklich ganz neu war für die privaten Haushalte. Er hat für das Kabarett geschrieben und er hat den Film genutzt, er hat den Film geliebt, er hat Filmkritiken verfasst und er hat auch einen Hollywood-Film, Alles über Eva, übersetzt und die deutsche Dialogfassung beispielsweise geschrieben. Wer also einmal in die Zeit des berühmten Autors und dessen umfangreiches Werk eintauchen möchte, dem sei ein Besuch des Erich-Kästner-Museums auf jeden Fall empfohlen. Und um die Gültigkeit, die Kästner auch heute noch hat, mit einem Zitat zu untermauern: An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.